Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Beauty-Adventskalender von Kosmetikkaufhaus. Der ist nämlich in diesem Beutel. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es gibt wieder dieses Jahr auch verschiedene Adventskalender dort zu kaufen. Und ich habe mir diesen hier bestellt. Der kostet 59,95 und soll einen Warenwert von 200 Euro beinhalten. Die Produkte sind online abgebildet und es gibt auch super viele unterschiedliche dort. Also auch noch zwei, die ein bisschen teurer sind. Dann gibt es auch noch so komplette Parfüm-Adventskalender, da kann man auch mal reinschauen. Und ich glaube auch, dass Nicole den Parfüm-Adventskalender vorstellen wird. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, dass ihr dort dann auch dann eine andere Variante von diesem Adventskalender sehen könnt. Und ja, ich würde sagen, ich lege die Tüte vor mich hin und werde blind reingreifen. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn du mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. Und genau, ich mache das jetzt wirklich so, dass ich gar nicht weiß, was es ist. Ich habe mir das Bild auch gar nicht so intensiv angeguckt und ich kann ja mal so ein bisschen spekulieren, vielleicht für die besonderen Kläppchen, was ich dann da reinmachen würde. Und es ist fast schon ein Unboxing hier, ne? Ich starte hier mit dem ersten, oh, ja, das ist definitiv was für die 6 zum Beispiel oder für die 24. Von Barbour haben wir hier Hydra-Ampullen. Die sind richtig gut. 7 Ampullen sind hier drin enthalten. Und ja, die mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Und das finde ich sehr nice. Die versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Und das ist ein schönes Highlight, ne? Ja, hier hinten auf Erwin und seinen kleinen Helfer stelle ich dann die Produkte. Und dann machen wir hier mal weiter. Und zwar habe ich von Dr. Rimpler das Fluid Hydro Max drin enthalten. Hydralisiertes Wirkstoffkonzentrat. Na, guck mal, hier ist eine Ampulle drin mit 2 Millilitern. Das ist einmal diese hier. Ich glaube, also wirklich, dass es eine Ampulle ist, ne? Und ja, genau, dann haben wir hier noch eine Ampulle. Finde ich auch sehr schön. Also das ist auch eine Ampulle, die, glaube ich, für alle Hauten dann auch, für alle Hauten vor allem, für alle Hauttypen geeignet sein könnte, dass man da entsprechend einfach Feuchtigkeit bekommt mit Hyaluronsäure. Schön. Ja, ne? Das mag ich. Das ist ein tolles Produkt. Dann haben wir hier ein Sachet und zwar von CNC. Peel and Glow Mask mit PHA und Centella Asiatica. Würde ich persönlich an den Anfang des Adventskalenders reinpacken, dass man nicht zu Heiligabend die böse Überraschung bekommt. Denn Peelings, also chemische Peelings, sind immer etwas, wo man sich ein bisschen rantasten muss. Aber im Dezember bin ich voll im Peeling-Game, sodass ich da dann auch keine Probleme haben werde, das zu verwenden. Und PHA ist auch die mildeste Form eines Peelings, eines chemischen Peelings. Hier dazu ein Video zu generell Peeling-Arten, ne? Was, wann, wo, wie. Könnte jetzt ab Oktober auch ganz interessant für alle werden. Genau. Finde ich schön. Und Centella Asiatica in Kombination damit ist dann auch nochmal so eine hautberuhigende Komponente, was ich echt schön finde, ne? Genau, hier kommt er so hin. Dann habe ich hier das nächste. Ihre Ampullen, ihr Parfüm. Hä? Was bist du? Das ist hier von kosmetikkaufhaus.de, das Original. Weiß ich nicht, was hier drin ist. Vielleicht so Abfüller oder sowas. Sowas finde ich auch immer schön. Weil viele Freundinnen von mir bekommen dann auch mal sowas von mir. Nee, das ist von CNC einfach eine Ampulle. Okay, ja, auch hier eine Hyaluron-Ampulle. Also das geht hier wirklich um Feuchtigkeit, dass alle Hauttypen das verwenden können. Das finde ich schön. Und das ist einfach nur eine Aufbewahrung, dass da halt nichts verloren geht. Ne? Achso, genau, wie viel haben wir denn hier drin? 2 Milliliter. Ja, das ist definitiv eine schöne Sache. Und solche Ampullen passen halt auch zum Beispiel in den Ampullensprüher, den ich euch empfohlen hatte bei dem Unboxing von dem Dalton Adventskalender. Dass man halt auch von anderen Marken die Ampullen da reinmachen kann, um die dann halt auch auf 2, 3 Anwendungen aufzuteilen und sich das besser dosieren zu können. Ne? Ja, das finde ich schön. Oh, das habe ich letztens auch nochmal gesagt. Ich finde es richtig toll, wenn als Füllerprodukt oder als Beauty-Tool eine Wimpernzange drin ist. Macht ein bisschen mehr her als eine Pinzette oder eine Nagelfeile zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Firma das sein soll. Es ist einfach Beauty Tools, nennt sich das. Muss ich mal recherchieren, ob sowas bei kosmetikkaufhaus.de zu kaufen gibt. Ansonsten setze ich da mal so einen Zirka-Preis für an, ne? Ich verwende gerne Wimpernzangen. Meine liebste ist eine super günstige von Catrice, die mit diesen Zacken drin. Die kostet 5 Euro, 6 Euro. Mega Empfehlung. Kriegt ihr in der Drogerie, wenn ihr mal demnächst auf der Suche nach einer neuen Wimpernzange seid und euch nicht diesen Adventskalender gekauft habt, dann schaut euch die definitiv mal an. Auch an die Haare wird hier gedacht. Das finde ich ja auch schön. Und zwar mit einem Profi-Line bei Swiss Opal. Das ist eine Bürste. Das ist ja auch mal cool. Das ist jetzt keine super krasse Bürste, die ich jetzt auch viel gerne verwenden würde, um ehrlich zu sein. Meine Mama hat damals solche Bürsten verwendet. Das weiß ich noch. Als ich Kind war, hatte Mama immer solche Bürsten. Ich habe mittlerweile halt gerne solche hier zum Beispiel. Ne? Die war jetzt mal irgendwo in der Box mit drin. Aber auch die, ne, ist, finde ich, schön, dass wir sowas mit drin haben, weil das ist ein großes Produkt.
so, Spoiler. Ich glaube, man muss sich hier dann auch irgendwelche Säckchen oder so nehmen oder du hast halt einen leeren Adventskalender, den du dann mit den Sachen befüllen kannst. Ne? Dann habe ich hier als nächstes noch mehr Ampullen. Also hier sind sehr viele Ampullen drin. 3x2 Milliliter Spezialampullen für jedes Hautproblem ist das wohl von Lady Esther Cosmetic. Sagt mir gar nichts. Müssen wir uns gleich mal angucken. Das sind, hier steht drauf, eine Probierpackung mit 3 Wirkstoffampullen à 2 Millilitern. Die schnellen Schönmacher. Okay, wofür sind die denn? Hier steht nur, wie man die anwenden soll. Schreibt mir gerade ein Mann von einer sehr guten Freundin. Ich bin ja auch immer so ein bisschen das kleine Helferlein, wenn Freundinnen von mir Geburtstag haben, ne? Und es dann auch so um Beauty geht, das finde ich immer ziemlich süß. Genau. Super Regeneration Extract haben wir hier drin. Dann haben wir Hyaluron, den Klassiker und Kaviar Extrakt. Oha, das sieht natürlich auch, das macht echt was her, ne? Muss man wirklich sagen. Es sind halt viele Ampullen in diesem Adventskalender. Finde ich aber nicht schlimm, weil ich mag sowas. Hier haben wir von Touch Beauty Movement Hot Shot Fixing Spray Good Hold. Hold Faktor 4 von 5 mit Olivenblatt und Bailey Seeds Extract. Sagt mir Barley Seeds Extract. Von Artego. Aha, hier sind 100 Milliliter drin und das ist halt so ein Haarspray, ne? Wenn man sich halt so Richtung Weihnachten Frisuren macht, das würde ich dann wahrscheinlich auch so in die Weihnachtswoche reinpacken, ist das eine gute Sache, ne? Also das ist meine Immer-Frisur oder halt mein Bommel, den ich hinten, oben oder wo auch immer trage. Ansonsten habe ich nicht so die Variation bei meinen Haaren tatsächlich, weil ich da sehr faul bin. Aber das finde ich schön, dass das mit drin ist, weil ich glaube, viele stehen auf Haarspray. Dann habe ich hier als nächstes von Rivoli Genève Le Privileg L'Eau de Jour Nummer 2 Anti-Age and Protection. Hä? Ein Mist ist das? Ist das so eine Art Toner vielleicht? Das ist ja interessant. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Milliliter da drin sind. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Kommt aus der Schweiz. Ja, ich glaube, das wollte meine Kamera auch gerade gar nicht so gerne fokussieren. Ein veganes Produkt steht hier auch drauf. Süß, das ist echt ein Spray, ne? Es sind auf jeden Fall Niacinamide drin enthalten. Parfüm ist auch mit drin. Vitamin C ist mit drin. Ja, das ist halt im Prinzip wie ein Toner, ne? Ja. Muss ich recherchieren. Ansonsten hätte ich jetzt getippt, dass wir hier so 5 Milliliter oder so drin haben, ne? Also ich finde allein diesen Sprüher so fantastisch. Auch wenn das unten aus Glas ist, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass ich mir den auch aufbewahre, wenn man das hier abschrauben kann. Und den dann halt wirklich auf Reisen auch mitnehme. Wie cool. Als nächstes habe ich von Dr. Hauschka ein Augenserum drin enthalten mit spürbar mehr Elastizität. 2,5 Milliliter sind drin. Das ist eine kleine Größe, aber ich glaube, dass das von der Marke auch vollkommen in Ordnung ist, weil die sind jetzt auch nicht so super günstig. Womit wirst du sein? Keine Ahnung. Das müssen wir noch herausfinden. Vielleicht ist das irgendwie auch mit hier Koffein oder sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch mit Q10 oder so. Ringelblume ist auf jeden Fall mit drin. Süßmandel haben wir mit drin, Olive haben wir mit drin, Rizinusöl haben wir mit drin. Ja, hört sich interessant an, muss ich wirklich sagen. Ansonsten haben wir gar nicht so die krassen bekannten Wirkstoffe, das sind halt eher so Öle, mit denen das wirkt, ne? Dann schauen wir mal weiter. Okay, es sind wirklich viele Ampullen drin, aber finde ich persönlich positiv. Von Binella Beauty Booster, Skin Power, Anytime und Anywhere. Achso, nee, das ist eine Ampulle, die macht genau das. Und da sind 2 Milliliter drin. Ja, hier steht Sample Not for Sale drauf. Es ist Black Caviar. Ich find's gut. Also, auch wenn da drauf steht Sample Not for Sale, ist es für mich jetzt kein Sample, weil auch Samples in der Theorie haben ihren Wert. Dementsprechend finde ich das gut. Und ich habe eine sehr, sehr gute Erfahrung mit diesen Kaviar-Ampullen. Einfach weil das bei mir einen sehr guten Effekt macht. Genau. Ich meine sogar, dass ich die auch mal verwendet habe. Das kommt mir gerade so bekannt vor, wo ich auch dieses Label da drauf sehe. Und ich meine, dass ich da auch eine gute Verbindung zu habe. Kollagen ist da auch mit drin. Schön. Mensch, ein richtig toller Adventskalender, oder? Wirklich. Bislang mag ich den sehr gerne. Club Purify habe ich hier drin. Multilevel Performance Cleansing. Triple Action. Glow Peeling. AHA und BHA. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier stehen auch keine Informationen zu. 5 Milliliter sind hier drin enthalten. Genau, also zu Peelings würde ich immer sagen, dass man das Ganze etwas vorsichtiger angehen sollte und man sich im Vorfeld informiert, wie wende ich das am besten an. Ich habe euch eben das Video ja auch verlinkt, ne? Auch sowas würde ich dann eher in der ersten Hälfte der Weihnachtszeit, also zwischen dem 11. und dem 12.
nein, zwischen dem 1. und dem 12. Dezember in den Adventskalender reingeben. Einfach damit man da so ein bisschen sich auch mit den Wirkstoffen vertraut machen kann und gucken kann, ob einem das gefällt. Es scheint aber ein Cleansing-Produkt zu sein. Das heißt jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was auf dem Gesicht bleibt, sondern etwas, was man zur Reinigung nimmt und dann auch direkt wieder abwäscht. Und dann ist es schon wieder ein bisschen milder unterwegs, ne? Und ist jetzt nicht so mit diesen, dass die Wirkstoffe halt so krass in die Haut einwirken. Dann habe ich hier auch noch von Club das Balance Hyaluronic Multilevel Performance Triple Action Moisturizing Day and Night Cream. Hier sind auch 5 Milliliter drin. Dann haben wir in diesem kleinen Toner wahrscheinlich weniger als 5, oder? Wenn das 5 sind? Naja. Sowas mag ich auch, wenn das halt einfach so eine klassische Creme ist, die für Feuchtigkeit sorgt und der Haut halt einfach hilft, wieder Feuchtigkeit zu bekommen. Vielleicht auch sie ein Stück weit beruhigt nach so einem Peeling oder so, was man ja normalerweise auch eher so abends machen sollte, weil die Haut ein bisschen lichtempfindlicher wird. Dann gehen wir weiter zu der LBC Fondé à Paris Bio Cosmetics Rose de la Creme. Aha, eine Handcreme mit Wildrose, schön. 20 Milliliter haben wir hier drin und das ist eine schöne Handtaschengröße, weil die so schön flach ist. Ich glaube, das passt auch gut so in Handtaschen rein und ich mag gerne Rose und ich glaube, sowas gehört auch in einen Beauty-Adventskalender mit rein. Ne? Also wir haben jetzt auch hier hauptsächlich Pflege, dementsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung, dass man hier auch dann eine Handcreme drin findet, vielleicht auch sogar gleich noch eine Lippenpflege oder so, das wäre auf jeden Fall sehr passend. So, dann habe ich hier noch was zum Rascheln mit am Start. Oh, sowas ist aber super praktisch, das ist so ein Stirnband und das kann man halt so mit Klettverschluss zumachen. In dem Preissegment finde ich sowas in dem Adventskalender auch echt in Ordnung und sowas verwende ich halt auch jeden Morgen, ne? Wenn ich meine Gesichtspflege mache, dass ich da dann auch meine Haare aus dem Gesicht nehme und das dann halt mit so einem Stirnband mache, finde ich gut. Und das würde ich auch wahrscheinlich in ein Kläppchen vor oder nach dem Cleanser reinmachen, dass man da halt auch diese Verbindung noch zu findet. Also hier ist wirklich noch allerhand drin, es sind aber insgesamt 24 Produkte stand da. Dann habe ich hier von Dr. Rimpler Sensitive Gently Cleansing Gel, wie passend, das milde Reinigungsgel, sowas kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Genau, und sowas dann halt in Kombination zusammen mit dem Stirnband, ne, dass man das halt irgendwie an darauf folgenden Tagen hat, finde ich persönlich richtig nice. Dann habe ich noch was von Club hier drin. Hyaluronic Multilevel Performance Triple Action Moisturizing Serum haben wir hier auch noch mit dabei. Gut, hier sind nur 3 Milliliter drin, aber Club ist jetzt keine super günstige Marke, deswegen ist es auf jeden Fall gut hier drin aufgehoben, ne? Und das kann man dann vielleicht auch wirklich in Kombination mit den anderen Club-Produkten verwenden. Finde ich schön. Dann habe ich hier ein weiteres Füllprodukt und zwar eine Pinzette. Auch die fühlt sich sehr gut an. Also die fühlt sich jetzt nicht nach einem klassischen, ich lasse das mal eben schnell günstig in wo auch immer produzieren, damit ich hier noch irgendwie den Adventskalender auf 24 Türchen bringen kann, sondern es fühlt sich richtig gut und schwer an. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine von der ganz normalen Hausmarke von dem Kosmetikkaufhaus ist, ne? Die fühlt sich nämlich fast schon so an wie eine Tweezerman-Pinzette zum Beispiel, ne? Also bislang halt auch wirklich von den Füllprodukten her sehr schön gemacht. Dann haben wir hier noch von Qi Infra Silk Infusion ein, was bist du, parabenfreies irgendwas Produkt. Silk Reconstructing Complex mit 15 Millilitern. Vielleicht ein Serum oder so? Nee, das ist für die Haare, Leute. Das machst du in die Haare. Aha. Oh, damit die Haare seidenglatt werden. Schön, dass die hier auch ein paar Haarprodukte noch mit drin haben, ne? Mag ich. Also so ein bisschen Leave-In-mäßig, das ist ganz gut. Dann haben wir noch von Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream. Okay, es ist die zweite Handcreme, ne? 3 dürfen maximal drin sein, meiner Meinung nach. Und da sind 40 Milliliter drin enthalten. Ich mag aber den Duft von diesen Ahava-Produkten richtig gerne. Das ist so aquatisch mild, ne? Super angenehm. Das ist schön. Nicht wieder runterfallen hier. Dann habe ich hier noch ein Typchen von Sanssouci, das Aqua Benefits Feuchtigkeitsmoisture. Nein, Feuchtigkeitsprodukt. 24 Stunden Pflege und da sind 15 Gramm drin enthalten. Auch das ein Produkt, was ich dann halt morgens oder abends als Abschlusspflege quasi verwenden würde, als Gesichtspflege so, ne? Okay, dann habe ich hier was von Stage Color Cosmetics drin. Velvet Touch Mono Eyeshadow. Das hatte ich, glaube ich, auch auf dem Vorschaubild gesehen. Hier finde ich es eigentlich ganz nice, dass die bei so einem Adventskalender, der ja sehr pflegelastig ist und sich dementsprechend dann auch an eine Person richtet, die hauptsächlich auf Skincare halt den Fokus legt, eher weniger Make-up-Produkte reingemacht haben. Auch wenn ich persönlich halt voll das Make-up-Girl bin und eher so Make-up präferiere. Aber ne, hier haben wir Mono drin in der Farbe Soft Vanilla. Das ist natürlich so ein richtiger Allrounder-Ton, der ist matt. Und das ist so ein Ton, wo ich mich frage, braucht man den? Ich hätte ihn vielleicht in Schimmernd hier mit reingegeben, dass man halt jetzt nicht einfach nur ein Creme
oder einen vanillefarbenen Lidschatten hier drin hat, weil das braucht man jetzt eigentlich so nicht unbedingt, ne? Ich weiß nicht, wer sich den halt wirklich als Monolidschatten aufträgt. Weil sonst hast du ja nichts, ne? Wobei du den auch ganz gut verwenden kannst, so als kleiner Pro-Tipp am Rande. Wenn du eine Mascara hast, die dir ständig irgendwie absmatscht oder so, empfehle ich persönlich immer auch meinen Freundinnen, dass sie dann halt um ihr Lid drumherum einfach ein bisschen Puder verwenden. Selbst wenn die generell sich nicht geschminkt haben oder so, nur Mascara tragen wollen und fertig ist die Laube, dann pudert einfach außen um das Auge drumherum ein bisschen ab mit transparentem Puder. Vielleicht passt das ja auch genau dafür. Das weiß ich jetzt so nicht. Aber es wäre auf jeden Fall nice, ne? So könnte man das sehr gut verwenden. Und ich finde es dann in der Hinsicht eigentlich ganz gut hier drin. Von Marbert Germany habe ich auch noch ein Bath and Body Fresh Eau Fresh. Das wird so ein Body Mist oder ein Parfum sein, das weiß ich gar nicht. 10 Milliliter. Wobei ein Eau Fresh ist eigentlich sowas wie ein Body Mist, ne? So sieht das aus. Das finde ich schön. Das wird dann auch wahrscheinlich so ein sehr milder Duft sein. Kann ich jetzt so nicht riechen. Ich blende euch mal die Duftnoten ein. Und ja, finde ich aber schön, dass der mit drin ist. Weil generell, ich glaube, alle freuen sich drüber, wenn man im Adventskalender so einen Duft drin findet. Das muss ja auch kein krasser Duft sein oder so. Aber dass man da halt einfach nochmal die Kategorie auch mit drin hat. Das finde ich immer ganz schön. Genau. So. Mensch, hier ist echt viel drin und wir haben eine Lippenpflege, wie sie vermutet hat, von NYX, die Refte Miel, die ist sehr, sehr gut. Lip Moisturizing Stick mit Honig und Sonnenblume, das ist eine Originalgröße mit 4 Gramm und sowas gehört in einen Pflege-Adventskalender einfach rein, ne? Weil Lippenpflege ist super wichtig. Ich persönlich verwende halt auch gerne welche, die einen Lichtschutzfaktor mit drin haben, wobei du das im Winter, wenn du halt nur drin bist, jetzt nicht unbedingt brauchst, aber bei trockenen Heizungsluft brauche ich auf jeden Fall auch im Haus eine ganz normale Lippenpflege. Und die Refte Miel ist wirklich schön. Das heißt, übersetzt ein Traum von Honig. Finde ich immer sehr charmant, das zu wissen. So, ne? So, und dann habe ich jetzt, glaube ich, hier noch ein Produkt. Das ist hier noch ein bisschen eingepackt, genau. Und die Tasche hast du halt auch noch mit dabei, ne? Ach so, da dachte ich jetzt, Wunder, was kommt da? Das ist halt nur mega dick eingepackt, damit es nicht ausläuft. Das Duschgel Bio Lavendel Mini Urlaub in der Provence von Benecos Bio. Zertifizierte Naturkosmetik. Und hier haben wir 50 Milliliter drin. Lavendel finde ich als Duft ja großartig. Andere Leute kannst du damit jagen, wie zum Beispiel unsere liebe Kati von Contra Junkie, ne? Aber Lavendel finde ich einfach beruhigend. Ich bin Abendduscher, da kann ich Lavendelduft sehr, sehr gut gebrauchen. Und tatsächlich sprühe ich mir auch jeden Abend auf meine Bettdecke ein bisschen Lavendelduft, damit halt Motten und Spinnen und Mücken ferngehalten werden und ich einfach besser einschlafen kann. Und das ist das letzte Produkt. Also wenn ich mir das so angucke, es ist ein wirklich schöner Adventskalender, ne? Also du hast hier auch, was die Füllprodukte angeht, vernünftige Produkte drin enthalten. Die Pflegeprodukte finde ich sehr, sehr ansprechend. Und es ist einfach ein guter Mix. Also für den Preis, 59,95, kann man sich nicht beschweren. Und es sind sicherlich Produkte im Warenwert von 200 Euro. Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Es ist eine schöne Zusammenstellung für eine Person, die jetzt nicht auf so krass buntes Make-up steht und die gerne ein bisschen so Hautpflege auch mal ausprobieren möchte und der man einfach eine Freude machen möchte. Ich glaube auch, dass man da jetzt nicht irgendwie einen speziellen Hauttypen für braucht, um den Adventskalender zu verwenden. Ich finde den schön gestaltet. Wie seht ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Da können wir uns wie immer super gerne austauschen. Und ja, mein Stuhl knackt. Ich glaube, ich muss mir einen neuen holen. Ihr Lieben, das wäre es ja jetzt von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.